geht's, Alter. Alles fit? Läuft, Mann. Schöne Kamera. Ausruhen, ganz wenig machen, ganz easy alles, Abläufe trainieren und Fokus auf den Kampf. Keine heftigen Sachen mehr, kurze Sprints vielleicht, kleine Einheiten, ein bisschen Technik, easy peasy. Was sagst du zu Toms Form? Er hat nicht mehr so einen fitten Arsch, also muss er eine gute Form haben. Gut, schmal, ich fühle mich schmal. Ich sag vom Grippen, aber. Ja, weil Grippen sogar. Von Arbeit ist ja auch meines. Sein Scheiße, wenn ich rum ist, Alter. Wirklich. Ich will nur noch kämpfen, ich habe keinen Bock mehr auf Training. Oder Niklas, kennst du doch selbst, oder? Ja. Digga, Training nervt langsam nur noch. Einfach jetzt Feierabend und dann die ganze Welt lassen. Ja, nicht an dir selber rumspielen, mit deinem Testosteron-Level steigt und dann richtig ab jetzt. Zeit! Alles gut, Digga. Stark. Die Vorbereitung ist beendet. Wie war die Vorbereitung? Wie war die letzte Trainingseinheit? Digga, die Vorbereitung hat sich irgendwie über ein halbes Jahr gezogen, seit März. Krank, oder? Das letzte Training war gut. Die Vorbereitung war mega. Besser kann es nicht sein. Worauf freut man sich jetzt, gerade jetzt in deinem Moment, wo du die härteste Phase jetzt abgeschlossen hast? Worauf freust du dich? Ja, Döner Teller mit Pommes. Nein, aus Kämpfen, Bruder, aus Kämpfen. Morgen geht's los, Alter. Ich habe einfach Bock. Einfach nur kämpfen, Digga. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Stark. Übrigens. Danke. Ich habe schon alles runtergeholt. Ja, Moment. Hast du gern gesehen? Jetzt fahren wir nach München runter. Es geht nach München, weil ich da morgen einen wichtigen Termin habe und dann fahren wir Freitag weiter nach Italien. Ich glaube, ich mache auf jeden Fall Mittagsschlaf noch unterwegs. Mhm. Und sonst, Bruder, sitzen, essen, schlafen, was willst du mehr? Wie lange sind wir jetzt unterwegs? Oder eine halbe Stunde. Wie viele von diesen Bowls haben wir? Vier. Aber ich glaube, wir müssen unterwegs nochmal anhalten. Im Studio, den Kollegen kennt ihr wahrscheinlich. Hallöchen. Der Herr der Begierde. Moin Andreas, grüß dich. Alles gut? Tom. Hi. Daniel, freut mich. Hallo Daniel, hallo Tom. Eher so ein bisschen links. Ich glaube, wir hören gleich. Wenn ihr vielleicht noch nicht kennt, Tom Hüllemann ist der Name und warum ihr euch diesen Namen auf jeden Fall gut merken solltet, darüber sprechen wir heute. Tom, hallo erstmal. Hi, danke für die Einladung. EM kann man dann wahrscheinlich nur bei der IMAF wiedersehen, oder? Das wird groß aussehen.
Wie war so dein Eindruck? Wie war so das Interview, Studio und alles? Ja, das Studio war schon nice, definitiv. Das Interview war auch cool, hat Bock gemacht mit Andreas zu quatschen. Ja, eigentlich besser als ich mir vorgestellt habe. Man kommt zum Redefluss, passt auf jeden Fall. Was steht jetzt an? Eine kleine Einheit im Freien. Also ein bisschen trainieren, ein paar Pratzen, ein paar Mal in die Pratzen hauen, dann ins Eisbad oder in den Fluss eher gesagt, diesmal richtiges Eisbad. Und dann fahren wir nach München weiter. Dann denkt man, wir sind Ghetto, Bruder. Vielleicht wäre andere Seite schlauer gewesen in dem Weg. Aber passt schon. Wir kommen schon irgendwie ins Wasser. Ich aufpasse, dass du deine Füße nicht gleich aufschneidest an den Stein. Und wie ist es? Arschkalt, Bruder. Aber angenehm, weil ich liegen kann. Grazie. Schon italienisch üben für Anfänger. Morgen, nee, Freitag ist es soweit. Man denkt, das ist nicht kalt, weil die Sonne scheint und so, aber. Wie fühlst du dich jetzt? Richtig gut. Was hältst du von Eisbädern generell so? Ist das. Eine Menge. Das ist das Geheimrezept zum Regenerieren. Wir fahren jetzt ins Munich MMA. Das ist hier ein Gym in München und ja, wir nutzen die Räumlichkeiten, um ein kleines Training für uns selbst zu machen und anschließend geht's wieder nach Hause. Vielleicht auch mal hier. Weißt du, wo wir hingehen? Wir. Links, rechts, rechts, halt. Doppelt. Und rechts hinterher. Wir sind heute im MMA, Munich MMA gewesen. Und konnten quasi die Räumlichkeiten nutzen. Haben jetzt hier auch wieder nur ein bisschen angeschwitzt, ein paar Runden Pratzen gemacht. Noch ein paar Sachen am Käfig und Takedown-Verteidigung. Jetzt dehnen wir uns noch ausführlich und dann fahren wir schon wieder nach Hause.